Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Calvin and the Infamous Machine. Wir sind auf der Suche nach den nächstmöglichen, bestmöglichen Einsatzorten von den ganzen Sachen, That die wir does hier not haben. need a hand. Okay, das braucht keine Hand. Und das ist jetzt die Frage. Wir horchen mal, ob wir. Das ist viel zu leise. Hier ist ein Glas. What's in the jar? Oh, it stinks. It's sulfur. What's it for? Aside from its use in explosives, I was hoping it would deter nosy loudmouths from disturbing me while I read. Huh. Is it working? You tell me. Nee, gib her. Mind if I have some sulfur? What the devil do you need sulfur for? No idea. I just kind of put stuff in my backpack and figure it out later. You're an odd fellow, aren't you? Yep. So, can I have some? No. Ach Mind komm. if I have some sulfur? What the devil do you know? Okay, okay, Mind if okay. I Nein, 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 daneben geklickt. Da kommt was zusammen. Wollen wir wetten? I don't think that will. Schade, schade. Helfende Hand hier, komm. That does not need a hand. Do you hear something? I hear you shattering my concentration. No, not that. Music, maybe? I assure you, if I could hear music playing in here, I would no longer be in here. Oh, okay, da ist der Hinweis, da ist der Hinweis. Do you? Das heißt, ich muss die noch irgendwie da. Hier ist noch ein Mörser. Gar nicht gesehen. Noch mehr Bücher, noch mehr Bücher. The Jason Gilbert Trilogy, Book 4. The Curse of the Superfluous Installment. Okay. Actually, I'm here to inspect the magnet for magnetic distortions. Extremely dangerous. Oh dear! Please, feel free to take a look. I do ask, however, that we keep the magnet inside the library. Okay. Onward! Toward enlightenment! Okay, er soll hier drin bleiben. Wir haben einen Magnet und er soll hier. Pardon me, Inspector! But I believe you're forgetting something. Oh, right. Sorry about that. Nimm noch mal mit. Komm her. I'm not sure how those go together. Ich weiß auch nicht, ob das zusammenpasst. Hier, komm, unter den Holzspinnen. I'm not sure how those go together. Aber vielleicht können wir. No, I'd rather not. Oder mit ein Stück Kohle? Na, ah. I'll need to pick the magnet up to do anything useful with it. Okay. Das heißt, es ist eine Kombinationssache, wie es scheint. I'm not sure how those go together. Aber ich denke mal, das hat damit nichts zu tun hier. It's the display pedestal for the giant magnet. Können wir irgendwas anderes hinpacken? Die Hand? The librarian will notice if I try to put anything besides the magnet on here. Also müsste ich irgendwas hinlegen, was aussieht wie der Magnet, ne? Dass ich den Magnet kriege. Okay. Bam, 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 bam. Da ist doch das Glas. Was, wie könnte ich denn da aus dem Glas was bekommen? Ins Horn füllen. I'm not sure how those go together. Ein Stück Kohle reinlegen. No, I'd rather not. Okay, auch nicht. Mörser. Mind if I have some sulfur? What the devil do you need sulfur for? No idea. I just kind of put stuff. Okay, das ist der normale. No. Okay, er gibt uns das nicht. Hey, look at me. A video game character that actually does plumbing. Okay, das war eine Anspielung auf Super Mario, wie es scheint. Können wir mit denen hier irgendwas machen? Bum, bum. Hier, ihr Post. These guys aren't good enough to deserve fan mail. Oh, ach komm, die spielen doch so gut. Warte mal, vielleicht kann er seine Maschine dann Sprengstoff mixen. I have to make sure nobody else makes the same mistake I did. Welche Fehler? Oh, guck mal. I don't think that will work. Reicht es schon aus? Fancy another cup? I've tweaked the settings to make it even more delicious. Und noch mehr, aber sicher, komm. All right, sure. Hit me. That's the spirit.
Fi, not again. Was ist kaputt? Ist eine Tasse hier? Oh, warte mal, wir können den Trichter jetzt nehmen, ne? Joink! Ah, wisst ihr, was wir jetzt mit dem Trichter machen können? Also entweder kriegen wir das jetzt hier mit dem Trichter lauter hin auf der Seite oder auf der anderen Seite. Oh, confound it all! Yes, er verlässt es, yeah! Bam, 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 bam. So, dann gehen wir mal schnell zu ihm nach Hause, weil er wird bestimmt nach Hause gegangen sein. Huh? Ui. Och nee, ne? Oh, hier, warte mal. Ein Rechen. Sauber, passt. Und Salpeter. Ach, dann kriegen wir... wir kriegen auch das Schwefel. Oh, Joy. Ja. You again. Ja, ich. Hey, great. You stopped reading that book. I had no choice. The library is approximately as quiet as an opera about cannons. I might as well take a break and try to get some real work done. Now you're talking. What are you working on? Larry Plotter fanfiction. Oh, nö. Oh, for crying out loud. Da oben Apfel fallen lassen. Weren't you working on something before you started reading those books? What concern is it of yours? I'm a fellow scientist. I, too, seek answers to life's great mysteries. If you must know, I was researching the motion of heavenly bodies. You mean like supermodels? Damn it, you dimwit. I was trying to determine what dictates the nature of their motion around the sun. Okay. You should spend some more time on that planet thing. I bet you're really close. To be honest, I had already been stuck for weeks when I stopped working on it. I hardly expect a solution to just fall out of the sky now. Looks like you have some mail. Oh, perhaps my Larry Plotter fan club application has been approved. Anu? Oh. I must say, I am somewhat impressed with your form. So impressed that you aren't going to kick me out? Ah! Okay, ich hole erstmal, ich glaube, wir müssen erstmal die ganzen Ingredienzien zusammensuchen hier. Guck mal, jetzt können wir hier das Glas mitnehmen. Na, komm. Ugh, this stuff is rank. It's gotta be useful. Ja, es muss für etwas benutzbar sein. I need something to mix them in. Ja, ist ja auch kein Problem da. Take that, Sulfur. Sir. Oh, Entschuldigung. Ach, Mensch, ey, das Klicken. Boom. Pestled. Was haben wir jetzt? This science powder is really coming along. Was müssen wir noch reinmachen? Ein Stück Kohle. Wow, I think I just reinvented gunpowder. Sweet. Now I just need something to blow up. Aber was? Hier die Maschine. I don't think that will work. Shit. Vielleicht die Harke? I don't want to break it. Vielleicht die Harke mit der Hand? I'm not sure how those go together. Ah, schade. Hier, Hake auf den Typen. That does not need to be raked. Muss nicht gehakt werden. Wir könnten hier nochmal die Tröte spielen. Babam, 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 babam. Oh. Oh no, said Larry. We'll never defeat the Gorpus without a super smart math magician. Huh? Those guys are hacking. This is. Ich ahne, was wir machen müssen. Wartet mal. Können wir vielleicht jetzt mit dem Schießpulver das Schloss aufsprengen? Bam, 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 bam.
are ready for breach. Okay. Jetzt brauchen wir Feuer. That does not need a hand. I've applied the gunpowder, but I need something to ignite it. What? Experience the breathtaking views of the historic Reginald Skeffington Memorial Tower. Skeffington accidentally commissioned this tower in 1612 when he thought a tower was the same thing as a bowling alley. Wir müssen jetzt irgendwie Feuer rankriegen. Warte mal, hat er jetzt die Tür offen gelassen? Nee, ne, die Tür ist zu. Ich glaube, wir müssen da rein. Rede mal normal, von wegen, er soll deine Post holen. I think some more mail arrived. Well, that's odd. I wonder if this time it's actually addressed to me. Rein da. Thanks for the help, conveniently placed bushes. Yep. Oh, nee. Kelvin, what did you do? Well, I certainly didn't just talk to some bushes. Kelvin, Isaac Newton is currently known throughout history. Perfect. Mission accomplished. For having written the single worst fan fiction ever. Okay. But how do we know that isn't what he's supposed to be famous for? The fan fiction is titled Larry Plotter and the Insufferable Nuisance in the Ugly Vest. Well, I mean, that could be anybody. Damn it, Kelvin! The temporal lattice is starting to unravel! I'll do what I can to stabilize it from here, but you need to fix whatever you did, and fast! Lee's out! Ich hab doch gar nichts gemacht. Hey, hey, check it out. I'm you. Oh, take it easy. It was just a joke. Ah, schön, schön, schön. Ein Teleskop. Shiny. Okay. Uhren. This guy sure likes his clocks. Oh, hier ist ein Pendel. There's a plumb bob hanging from the well. Also ein Lot. There's a plumb bob hanging from the well. Okay. Das ist ja eine tolle Schaukel hier. Warte mal. Eimer. These are full of something dark and viscous. Oil maybe? Können wir das mitnehmen irgendwie? Nee, ne? Hier, ab ins Horn damit. No, I'd rather not. Die Hake drauf. That does not need to be raked. Okay, machen wir mal die Box hier auf. Da ist eine Zange drin. Eine Zange. Geht's hier hinten weiter? Nee, ne? Nee. Aber wozu brauchen wir das? Mit der Zange könnten wir wahrscheinlich Sachen vom Hund mitnehmen. Und das Pendel? Nee. Also es lohnt. Aber ich glaube, wir kommen immer... Ah, jetzt hat er es offen gelassen. Ich hoffe, es bleibt offen. Wir brauchen noch sowas wie Feuer, ne? Feuer, wo könnten wir Feuer herkriegen? Da ist nochmal eine Schere. Warte mal, ich probier's mal. That doesn't need tongs. That does not need to be raked. Die Hand. That does not need a hand. Mist. Oh, look out! It's a self-righteous conservationist! Where? Don't do that to me, man! My blood pressure can't handle it. Ein Holzfinger? Wozu braucht man... Oh. I'm not sure how those go together. Ach komm doch, das muss funktionieren. Oder ich nehme eine glühende Kohle mit. So, jetzt aber. Ich hätte gedacht, den Holzfinger anzünden, ne? Und dann mit dem Holzfinger dann hinlaufen. Und jetzt gehen wir nämlich auch zur Tür und nutzen die Kohle, um das kaputt zu machen. Dann können wir oben diesen Wasserspeier wahrscheinlich verschieben. Und wenn wir den verschoben haben, prallt der Pfeil dort nicht mehr ab. Kommt, los.
So, jetzt aber. Say your prayers, Dor. Kelvin, I managed to buy us a little more time, but... Kelvin, you have the look in your eye that you get whenever you explode something. Did you explode something? Me? Nein. No! Kelvin! Okay, Nein. Maybe, but it's critical to the mission. This door was, like, super locked. Did you try knocking? Knocking is for chumps, Lise. You've always said that. I have literally never said... Uh-oh. Kelvin, I just picked up another disturbance. This one's real bad. Get Newton sorted now! Then? Whatever! Okay, das kriegen wir schon hin. Zeit ist doch nicht linear. Guck mal hier. Das Ding müssen wir irgendwie wegkriegen. Pretty. Oh, ich ahne Schlimmes. Ist das hier Schlüssel? Empty bowl. Können wir da was reinpacken? Ein Finger. No, I'd rather not. Briefe. I don't think that will work. Eine Hake packen wir da einfach rein. That does not need to be raked. Das ist schlecht. Was ist das hier? I don't know what that is, but I kind of want to thwack it. Okay, nimm die Hacke. Oh. Thwack. Was ist das, eine Scheibe? You know what? I'm always just picking up objects and shoving them into my backpack. This time, I'm doing it with style. Oh, oh, oh. That's... Okay, ich stell mal nach unten. Da, jetzt aber. Guess I'll stick to the basics. Jetzt haben wir eine Scheibe, super. I'm not sure how those go together. Schade, war gerade so ein Gedankengang. Metallscheibe. Metallscheibe. Die können wir nicht hier reinpacken, ne? Oder vielleicht doch? It would fit, but I don't really have a reason to put it in there. Okay. Nice statues. What the... How did you get up here? I used the door, silly. Hmm. The door was supposed to be locked. Oh. My art requires the utmost precision. What happens if you mess up? The sculpture is ruined, of course. The slightest imperfection transforms a timeless masterpiece into a bumpy, worthless slab. Oh, don't mess up. Thanks for the tip! Did you carve the statue of Lupin down in the library? That wooden monstrosity? With a loose, left hand? Not on your life! Brilliant or otherwise, Edwin Lupin is not what I would call statue material. Okay. That middle statue looks a little crooked to me. Impossible! I checked its orientation repeatedly as I carved. Professor Newton even lent me one of his experiments for that very purpose. Okay. See you around. Please lock the door as you leave. Er hat eins der Experimente dort hinterlassen. Wir haben die Scheibe. Die Scheibe... Ich guck mal, ob die Scheibe irgendwie kombinierbar ist mit den Magneten. Ja! Na klar, warte mal, pass auf. Wir magnetisieren die Metallscheibe. Wow, this disc is seriously magnetized. Und jetzt können wir das irgendwie wieder ablegen. Jetzt können wir die Metallscheibe oben hinpacken. In die Schale. Und damit dürfte sie theoretisch das Lot ablenken. Well, now that's in there. Okay. So, jetzt aber. That middle statue looks a little crooked to me. Impossible! I checked its orientation repeatedly as I carved. Professor Newton even lent me one of his experiments for that very purpose. See you around. Please lock the door as you leave. Dann müssen wir noch mal rüber. Ich hoffe, die Tür ist noch offen.
Eigentlich müsste es offen bleiben, ne? Weil wir haben ja... Genau, super. So, hier ist das Ding. Das brauchen wir. There's a plumb bob hanging from the well. There's a plumb bob hanging from the well. Ja, und das möchte ich haben. Das möchte ich haben. Oder das Teleskop. Nee. Shiny. Ich möchte das Ding haben, ja. There's a plumb bob hanging from the well. Ja, Holzfinger, komm. I don't think that will work. Horn. I don't think that will work. Was man... Warte mal. Die Pfeilspitze... Vielleicht können wir nochmal einen Fehlschuss simulieren. Und die Pfeilspitze würde jetzt nicht unten drunter an dem Dings abprallen, sondern an der Schale. Ah, warte, halt, halt! Hat er es schon probiert? I don't want to break it. Och, komm. So, also, törö, Benjamin Blümchen kommt. Suddenly, Isaac Newman appeared, and he was a genius. I will help you, Larry, he said really smartly. Huh? Whatever. At least I have a life, nerds. Now it just looks like a wooden peg with a fingernail. Ach, komm, hör auf. Das war gerade ein kleiner Hinweis für eine Sache. Und zwar für diese Sache. Na, komm, nochmal, so. Better than new, if I do say so myself. Und nu? Warum haben wir das gemacht? Could I hire you to cut some wood for me? This lumberjack jacks lumber for one man, himself. Not even as a favor for your dear friend Kelvin? Sorry, kid. I have one friend and he's... Keep on chopping all day. Ja. Hatten wir. Hi! I'm just gonna borrow one of those... Okay. Rude, genau, rude. Völlig rude. Ich glaube, ich muss erstmal rausfinden, wie es hier weitergeht. Irgendwas hängt gerade. Vertäfelung kann ich nicht anfassen. Looks like this controls the ball return. Brauche ich den Ball? Thanks for the help. Oh, sure thing. Here you go. Warte mal. Enjoy your round. Thanks. Hier ist nichts machbar Here, gerade. Here, I'll give you a hand. O'Leary lines up his serve. His serve? Do I look like I'm playing tennis here? Serve, corner kick, whatever. It's called a putt. Fine, jeez. O'Henry lines up his putt. It's O'Leary. Oh, God. I'm about to hyperventilate. Relax. Just visualize the ball going through the net. Isn't a net, you twit! Yeah, I know. That one was just a mess with you. Come on, just go already. Stop rushing me. This game is 90% mental. I can see that. Okay. He's never gonna hit it now. I might as well leave him alone. Oder wir tröten. I'm not sure how those go together. Oder wir tröten nicht. Okay. Ja, ich, keine Ahnung. Ich mache einen Folgenpause hin und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Bis dahin, euer Firefox.